Also ich möchte vorab sagen, vielen Dank, Herr Popp, dass Sie sich für unser Interview Zeit nehmen und ich freue mich sehr darauf und herzlich willkommen nach Kanada. Ganz lieben Dank. Weiter haben wir den Champi hier, Versicherungsmakler aus der Region Köln und Betriebswirtschaft studiert, ursprünglich mal, und den Sonic, selbstständiger Unternehmer aus Hamburg. Also von Champi habe ich ja sogar ein Foto, aber das ist nicht der, der auf dem Rasen liegt, ne? Das ist mein Rasen und mein Hund, weil wir ja sehr in Sachen bezogen sind. Ja, genau. Das ist sehr schön, das ist sehr schön. Als Tierliebhaber habe ich da große Freude dran. Als erste Frage hätte ich an Sie erstmal grundsätzlich, wie Sie den Plan B, wo Sie die Erfolgschancen am höchsten sehen, dass man überhaupt erstmal in eine Situation kommt, wo man denn sowas umsetzen kann. Das ist natürlich eine sehr, sehr große Frage. Wir dürfen eines nicht vergessen, dass wir versuchen, natürlich erst einmal wegzukommen, rein von der Negativbeurteilung, dass wir alles runterreden, sondern dass wir erst einmal diesen Plan B entwickelt haben. Denn das ist ja entscheidend, dass wir natürlich auch versuchen wollen, eine Perspektive auszuzeigen, als Kontrapunkt zum Beispiel der sogenannten Alternativlosigkeit, die uns täglich gepredigt wird. Ja, die Frage, ob das umsetzbar ist und wie schnell das umsetzbar ist, hängt tatsächlich damit zusammen, inwieweit die Leute anfangen, sich mit den Themen großflächig zu beschäftigen. Und ich glaube schon, dass eine Chance besteht. Die Frage ist einfach nur, wann? Und da müssen wir vielleicht einfach mal die Zeit definieren, denn das ist natürlich nicht unbedingt immer so, dass alles noch zu seinen Lebzeiten laufen muss. Also ich will mir kein Denkmal setzen, aber es kann ohne weiteres sein, dass es eben halt 150 Jahre dauert, bis es dann irgendwann angefangen wird, mit einzufließen in vielleicht neue Konzeptionen. Wir haben ja keine eierlegende Wollmilchsau erfunden, die auch noch fliegen kann, sondern wir haben einfach nur einen Plan B als Diskussion erst einmal entwickelt, den wir für sehr vernünftig halten. Das, was wir veröffentlicht haben, ist ja noch relativ wenig von dem, was wir im Hintergrund natürlich auch gemacht haben. Aber je mehr wir natürlich ins Detail gehen, desto angreifbarer werden wir auch. Und es geht uns natürlich erst einmal um die große Richtung. Also wir werden sehen. Da habe ich mich natürlich ein bisschen falsch ausgedrückt. Wir sind natürlich da auch ein bisschen Insider, deswegen knüpfen wir gleich an. Also, und mir ist natürlich klar, dass der erste Schritt erstmal ein Konzept ist. Und das haben Sie ja jetzt bereits erstellt. Und deshalb meine Frage, wie stellen Sie sich jetzt den zweiten Schritt vor? Wo sehen Sie da den Punkt, wo man ansetzt? Wo sehen Sie die größten Erfolgschancen? In welche Richtung tendieren Sie da, wie das geht? Also ich habe jetzt schon gerade rausgehört, einen wirklich schnellen Schritt 2 sehen Sie dann, wenn ich das richtig verstanden habe, eher nicht. Ja, auch da müssen wir wieder schnell definieren. 150 Jahre wäre ja sehr schnell. Das entspricht im Menschenleben im Verhältnis zur Erdgeschichte vielleicht einem Wimpernschlag. Wir dürfen nicht vergessen, um welche Dimension wir uns da bewegen. Aber Sie haben völlig recht. Also unser Weg ist der, dass wir versuchen, natürlich auch die sogenannte akademische Klasse zu erreichen, also die Hochschullehrer zu erreichen. Und ich stelle fest, dass die ja größere Schwierigkeiten oft haben, Zusammenhänge nachzuvollziehen als die Studenten. Denn viele Studenten, die suchen ja nach einer Perspektive und die wollen ja noch alles vor sich haben und die wollen natürlich auch eine Chance und eine Vision für ihr Leben. Während die Alten, zu denen ich ja nun auch schon mittlerweile gehöre, eben halt eigentlich ihre Perspektive schon hinter sich haben und warm und trocken sitzen. Und da ist es natürlich die Motivation, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die nicht so bequem sind, wesentlich verhaltener. Also das ist die Problematik, die ich sehe. Sie sehen also die Lösung am ehesten, wenn ich das richtig verstehe, in einem langsamen Prozess des Begreifens, also in einem demokratischen Ganz Prozess, wenn man so will. klar, ja. Aber es ist, denke ich, eine Exponentialfunktion. Und diese Exponentialfunktion geht nun mal ganz langsam los, aber geht dann plötzlich mit Riesenschritten voran. Und spätestens dann, wenn die Leute anfangen, Hunger zu haben. Also das ist ja das große Problem. Früher war es ja so, dass die Leute, die in Armut lebten, eben halt dünn und abgemagert waren. Heute sind diejenigen, die in Armut leben, eben halt leiden an exzessiver Adipositas, Herzkranzverfettung und nehmen Beta-Blocker. Und das ist ja eben halt schon ein Unterschied. Und wer satt ist, der geht natürlich nicht so schnell auf die Straße und ist wesentlich weniger aktiv. Das wäre dann jetzt auch gleich meine zweite Frage gewesen, worin Sie die größten Probleme sehen. Haben Sie da noch weitere Punkte, außer dass man heute satter ist als früher? Ja, ich meine, dieses Unternehmen oder diese Systematik, mit der wir hier letztendlich gefangen gehalten werden, das ist ja eine Form von Gefangenheit. Ich will es vielleicht mal so sagen, wenn wir das Thema Souveränität ein bisschen mit Freiheit vergleichen und wir sehen eben halt damit die Freiheit nicht eines Volkes, sondern wir sehen damit auch die Freiheit eines einzelnen Menschen,
dann muss man sich überlegen, wie wird man geboren? Man kommt also auf die Welt und hat als erstes gleich 20.000 Euro Staatsschulden auf der Uhr, weil jetzt ein Mehratmer dabei ist. Ich weiß nicht, wie hoch die Summe ist, aber irgendwo so in dem Dreh wird es liegen. Und das Zweite ist, auf dem Quadratmeter, auf dem ich geboren wurde, irgendwo im Kreissaal unter mir ist ja ein Quadratmeter, und dieser Quadratmeter, der gehört einem anderen. Und ich nutze ihn alleine durch meine Existenz und muss bereits Miete zahlen. Also das halte ich natürlich im Rahmen eines wirklichen Freiheitsbegriffes für diskussionswürdig, dass wir überhaupt mal fragen müssen, inwieweit haben wir die Möglichkeit, überhaupt mit Null anzufangen. Wir kommen also schon mit dem Begriff Schuld in irgendeiner Form auf diese Welt. Und ich glaube, da müssen wir die Ursachen sehen, dass wir das klar machen. Und wenn das großflächig exponentiell steigt, dann glaube ich, wird da eine ganze Menge passieren. Aber der Schuldbegriff, der muss definiert werden neu. Das glaube ich. Ich möchte jetzt mal das Wort in die Runde geben. Vielleicht hat der Jumpy und der Sonic auch noch eine Frage. Nein, bislang tasten wir uns langsam vor. Für mich ist alles gut. Nee, bis dato habe ich auch noch keine Frage. Nein. Mich hätte noch interessiert. Ja, bitte. Ein bisschen schockierend ist natürlich die Aussicht, dass es noch ewig lange dauern soll. Oder sehr kurz, je nach Ansichtsweise. Ne? Also die Erde gibt es nach unseren offiziellen wissenschaftlichen Veröffentlichungen seit ungefähr 4,8 Milliarden Jahren. Das sind 4.800 Millionen Jahre. Das sind 150 Jahre schon wirklich relativ sportlich. Ich will hier nicht deprimieren, weil die Problematik entsteht ja sonst, dass die Leute glauben, innerhalb der nächsten 3 Jahre könnte es passieren. Das kann ja auch. Ich schließe das ja gar nicht aus. Wir sollten uns bloß darüber im Klaren sein, dass eben halt für viele Menschen das größte Problem ist, ob beispielsweise Dortmund deutscher Meister wird. Und solange wir uns auf dem Level bewegen, dass das die Schwerpunkte unseres Lebens sind und nicht nur Hobby, was ja in Ordnung ist, man kann ja Spaß am Fußball haben, solange ist natürlich sehr, sehr schwer, mit einer solchen Bevölkerung auch einen wirklichen Start zu machen. Ja, es ist auch sympathisch, der Hauptgrund oder der Hauptansatzpunkt ist ja, dass man jedenfalls in meinem Verständnis versucht, in kleinen Gruppen, regional oder vielleicht auch ein bisschen größer voranzukommen und da eben auch ein Bewusstsein zu erbringen. Das kann man natürlich nicht von heute auf morgen und auch nicht übers Knie brechen, aber ja, irgendwo muss man anfangen. Richtig, und ich stelle natürlich auch eines fest, es ist ja ein einseitiger Prozess. Jeder, der mal wach geworden ist und die Dinge hinterfragt, seine Augen zum Sehen nutzt, seine Ohren zum Hören nutzt und nicht nur das aufnimmt, was er hören soll, sondern das, was er auch hören will, nämlich objektiv. Und dieser Fluss geht nur in eine Richtung. Ich kenne keinen, der aus dem Mainstream kommt, die Zusammenhänge irgendwann auf einer anderen Ebene verstanden hat, der wieder zurück will. Ich kenne keinen. Das heißt, dieser Fluss geht offensichtlich nur in eine Richtung. Und da sehe ich natürlich auch eine gewisse Chance. Die alte Geschichte mit der blauen und der roten Pille. So ist es, genau so ist es. Ja. Genau so ist es. Ich hätte noch eine Frage an Sie bezüglich der neuen, wie auch immer man es nennen will, Führung. Ist ja ein bisschen negativ belastet, aber der halt vorne steht, beziehungsweise die vorne stehen und dann irgendwo Entscheidungen treffen. Was können Sie uns darüber erzählen? Was ist da Ihre Vision? Wie soll das gehandhabt werden mit Präsident, König, was auch immer dann da vorne steht? Wie stellen Sie sich das vor? Also, ich habe gar kein Problem mit dem Begriff Führen und Führer. Das Problem ist, dass wir sehr unexakt sind mit unserem Vokabular. Das wirft man mir ja dann ab und zu vor, weil wir dürfen Führer nicht mit Verführer verwechseln. Leider werden furchtbare Verführer in unserer Geschichte mit dem Begriff Führer versehen oder haben sich sogar selbst so bezeichnet, obwohl sie nachweislich schwere Verbrechen begangen haben. Also da muss man erstmal vielleicht auch mal weniger schlampig mit dem Vokabular umgehen. Das ist das, was ich immer wieder feststelle, wo ein Hauptproblem drin liegt. Wir artikulieren uns nicht exakt genug. Zu Ihrer Frage, ich sehe persönlich auch die Chance in der Regionalität. Nationen sind aus meiner Sicht Konstruktionen, die entstanden sind durch Kriege und Grenzverschiebungen, aber wir haben eben halt kein deutsches Volk, wir haben kein französisches Volk oder kein englisches, sondern wir haben sehr, sehr viele verschiedene Völker in jedem Bereich. Und ich glaube, die regionale, dörfliche Ebene, das, was die Demokratie ja auch schon sagt, Demos heißt ja das Dorf, was man auch mit Volk meinte natürlich auch, dass auf dieser regionalen Ebene tatsächlich auch die Zukunft liegen sollte. Nur der, ich sage mal, von mir aus der Führer, der Häuptling, der Bürgermeister, der wer auch immer, der in einem Dorf oben steht von 500 Leuten oder 1000 Leuten, die dort leben, der weiß am besten, was in seinem Ort für die Menschen dort am besten ist.
Und das bleibt für alle Dorfbewohner dann auch transparent. Denn wenn wir heute mal sehen, wir haben ja überhaupt keine Transparenz. Wir wissen nicht, welche Lobbyisten sich irgendwelche sogenannte Politikdarsteller, wie ich es immer nenne, kaufen, die in Brüssel irgendwelche Entscheidungen treffen, die uns massiv schädigen. Wir kommen nicht einmal dahinter, weil wir die Namen dieser Menschen nicht einmal kennen. Regionalität schafft natürlich auch Transparenz in meinen Augen. Und ich sehe genau da die Zukunft, Ihre regionalen Stammtische, und das ist genau der richtige Weg, so sehe ich das auch. Da sprechen Sie mir aus dem Herzen, weil genau das ist ja auch das Anliegen des Aramo-Projekts. Da bin ich jetzt auch, muss ich sagen, ein bisschen erleichtert, weil ich immer so ein bisschen Bedenken hatte bei dem Plan B, war die einzigste Geschichte sozusagen, die mir wirklich sehr auf dem Herzen liegt, dass eben wir nicht da so ein großes Konstrukt bekommen. Also so quasi ein Europa oder eine sogar One World, NWO, wie auch immer man es nennen will, mit einem großen Konzept, weil da sehe ich die gleichen Probleme wie Sie. Das ist natürlich schön, wenn man dann Bürgermeister hat, wenn der den Euro verabschiedet, ne, dann stehen die Leute am Abend im Zweifel mit der Mistgabel und der Fackel vor der Tür. Genau so ist es. Und genau da sehe ich die große Chance, wenn jemand in einem Dorf sie an alle anderen permanent betrügt, spricht sich das ja wahnsinnig schnell rum. Und den hat man so schnell aus dem Dorf gejagt, so schnell kann man gar nicht gucken. Das ist in intransparenten Großstrukturen gar nicht möglich. Also da sind wir völlig auf einer Linie. Ich bin auch der Meinung, dass keine übergeordnete Politik tatsächlich Macht auf den eigenen Häuptling oder auf den eigenen Bürgermeister auszuüben darf. Weil nur der muss oberstes souverän sein in seinem Bereich, wo er zuständig ist. Das ist ja auch genau der Punkt, wo auch die Demokratie sehr oft falsch verstanden wird. Wir leben ja auch gar nicht in einer Demokratie. Das geht übrigens aus dem Grundgesetz auch gar nicht hervor. Sondern wir leben ja nach demokratischen Prinzipien im Rahmen einer Republik. Und das ist ja eine völlig andere Grundlage als die sogenannte Demokratie. Und diese Feinheit des sauberen Argumentierens, das ist das, was uns leider fehlt. Ja, also ich kann das nur absolut unterstreichen. Allerdings stellt sich halt an die große Frage, woran es ja eigentlich in der Vergangenheit schon immer gescheitert ist, weil diese Konstrukte hatten wir ja so ein Stück weit zumindest, wie Sie früher sagten, mit den vereinzelten Regionen oder in Amerika mit den starken Bundesstaaten, mit den Souveränen, was sich dann eben mit der Zeit immer schön untergraben wurde sozusagen. Wie verhindert man das Ihrer Meinung nach am besten? Ja, das ist tatsächlich schon wieder eine Aufklärungsfrage, so unspannend und unspektakulär das auch klingen mag. Aber wir haben eigentlich einen uralten, ich sage mal, Kampf oder eine Situation, wo zwei große Positionen sich konträr sehen. Und das eine ist der regionale Bereich und das andere ist der zentrale Bereich. Und dieses zentrale Rechtssystem aus dem alten Rom, das römische Rechtssystem, ist ja so aufgebaut, da gibt es einen großen Cäsar oder einen Kaiser und das geht dann eben halt runter bis in die letzten Gruppierungen der sogenannten Untertanen auf großen Flächen wie dem großen römischen Reich. Und alle diese Dinger sind ja auch irgendwann wieder zusammengebrochen. Wir sehen es ja jetzt gerade, was auch bei USA und so weiter, sind ja gewisse Parallelen, was da gerade passiert. Also ich sehe, dass wir die tatsächliche Region sehen, das heißt also quasi die Strukturen, das ist letztendlich eine alte Lebensordnung. Die alten Europäer, ja, die Normannen, die Wikinger, die Ostschweizer, die Teutonen, die Goten, die wurden sogar in Himmelsrichtungen eingeteilt, Ostgoten, Westgoten, also ein Riesenvolk. Und diese Lebensordnung, die ist natürlich sehr, sehr spannend. Die basiert nämlich auf Familie, auf Sippe und auf Dorf. Würde das nicht heißen, dass man theoretisch auch sowas schon im Kleinen einfach starten könnte? Also wenn man es jetzt absolut ein bisschen polemisch betiteln will, dass die Aufgewachten, wobei ich das Wort nicht so wirklich mag, aber sich zum Beispiel in einer Region treffen und sagen, lass uns doch einfach mal hier unter uns ein Dorf aufmachen. Absolut, das würde ich absolut begrüßen in jeder Form. Also hier in Kanada gibt es das ja auch. Wir haben ja auch also keine Gruppe im Sinne einer Kommune, wo wir schon wieder so Schrebergarten-Situationen vorfinden mit eigenen Rechtsnormen. So nicht, sondern eigentlich ein Voluntarismus, also eine Freiheit, wo sich mehrere Menschen aber zusammentun und gemeinsam arbeitsteilig an einer Autarkie arbeiten. Würde ich sehr begrüßen. Ich sehe nur ein großes Problem, dass das System diese Dinge natürlich nicht nur nicht begrüßt, sondern auch massiv bekämpft oder eben halt mit Negativvokabeln belegt.
Haben Sie eine Vorstellung, in welchen Größenordnungen Sie sich das maximal vorstellen können? Gehen Sie da nach den alten Griechen? Wo sehen Sie da die Obergrenze für solche Konstrukte? Sie meinen eine Stückzahl der Personen gewissermaßen? Ja. Also ich weiß nicht, wie groß so ein Dorf war, aber ich halte ein Dorf mit, was weiß ich, 500 oder 1000 Personen für durchaus vernünftig. Bloß wir dürfen eines nicht vergessen, das sind ja Projekte, mit denen man ein wunderbares Zeichen setzen kann. Insofern bin ich voll dafür. Wir dürfen nur eines nicht vergessen, wir leben beispielsweise, oder gibt es viele Leute in Großgebieten, nehmen wir Berlin, die haben über 5 Millionen Einwohner. Darauf wollte ich hinaus. Gemeinden. Sie können das ja nicht mal eben mal umstrukturieren. Das heißt, die große Gefahr ist ja, dass viele Leute argumentieren, als wäre die Erde leer und wir wollen sie neu besiedeln und diskutieren jetzt die Form, in der wir das machen wollen. Wir haben aber eine Ist-Situation. Und aus dieser Ist-Situation müssen wir natürlich versuchen, dann auch völlig neue Wege, auch des Weges tatsächlich neu zu argumentieren. Was ich aber für absolut machbar halte. Ich möchte dann gerade nochmal die Gelegenheit nutzen, damit ich nicht das ganze Gespräch für mich einnehme. Jumpy, Sonic, möchtet ihr euch einbringen? Ach, ich finde es immer schön, wenn man so im Fluss ist. Ne? Da will man gar nicht unterbrechen, es sei denn, man hat was Dringendes zu sagen. Und so dringend ist es eigentlich bei mir jedenfalls nicht. Ich stelle mir gerade die Frage, ob die Menschheit bescheidener werden muss, weil wir ja begrenzte Ressourcen haben. Und ich weiß nicht, ob wir jedem Afrikaner einen Mercedes vor die Haustür stellen können, wobei ich ja froh wäre, wenn wir in unserer Gemeinde überall Mercedes hätten. Also im übertragenen Sinne und natürlich auch nur scherzhaft gemeint. Also die Frage ist natürlich, wir müssen erstmal definieren, was verstehen wir denn unter Luxus? Das ist ja nicht der Mercedes vor der Tür, das weiß ich, dass das scherzhaft ist, sondern das geht ja erstmal darum, dass wir alle satt werden sollten. Vielleicht bräuchten wir auch diese hohe Mobilität gar nicht mehr, wenn wir nämlich in Dörfern leben würden, mit eigenen Infrastrukturen, mit eigenen arbeitsteiligen Gesellschaften, die tatsächlich der Versorgung der Bevölkerung dienten und nicht irgendwelchen Pseudowirtschaften, wie wir sie heute haben in den Finanzwesen und so weiter. Wir bräuchten ja nur einen Bruchteil der Energie, wenn wir nicht so viel Blödsinn herstellen müssten, nur um irgendwelche Wirtschaftswachstumsraten zu erreichen, damit dieses System aufrechterhalten bleibt. Das kann es ja nicht sein. Also insofern gehe ich davon aus, das wäre alles sehr, sehr wunderbar möglich, auf dörflicher Ebene zu machen. Und wir könnten auch ohne weiteres, denke ich mal, in Afrika die Menschen satt werden lassen. Wir müssen nur Wirtschaft neu definieren im Sinne von Versorgung und nicht mehr im Sinne von Rendite und Effizienz. Ich habe immer so ein Beispiel, so ein Bild vor meinen Augen, der Unterschied zwischen Effizienz und Effektiv. Wissen Sie, wir haben heute ein System, wo wir letztendlich Ressourcen, also die Rohstoffe, die uns die Natur zur Verfügung stellt, dass wir diese Rohstoffe höherwertig machen, aber was übrig bleibt, ist letztendlich nach den Produkten, die wir dann verbraucht haben, Müll. Das heißt, wir haben einen permanenten Prozess und der heißt Ressource, Müll, Ressource, Müll, Ressource, Müll. Und das halte ich für schlecht. Nun kommt einer und sagt, aus der Betriebswirtschaft, wir müssen effizienter werden. Das heißt, wir müssen jetzt weniger Ressourcen einsetzen und dann kommt weniger Müll raus. Nun nennen wir es weniger sehr schlecht. Das ist effizient. Effektiv, und da sehe ich zum Beispiel einen Bienenstamm vor mir, verglichen mit einem autarken, mit einer autarken Gemeinde irgendwo, die sich startet, wie ihr beispielsweise irgendwo in Südamerika. Das finde ich ja wunderbar, so etwas. Das heißt, eine solche Bienengemeinde, die arbeitet auch arbeitsteilig. Die Bienen haben unterschiedliche Aufgaben. Ist zwar eine Monarchie mit einer Königin, aber da können wir drüber weggucken. Und wir haben Soldaten, wir haben dort Arbeiterbienen und die sind arbeitsteilig unterwegs und schaffen den Honig und haben eine Versorgungsökonomie für sich, die so gut ist, dass sie sogar den Menschen noch davon partizipieren lassen können. Das ist effektiv, denn das Einzige, was sie kennen, ist kein Müll. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Und das ist für mich so ein bisschen der Unterschied zwischen Effizienz und Effektiv. Und wenn wir diese Grundlagen der Fragen stellen, die uns die Natur schon zur Verfügung stellt, dann werden wir relativ schnell auch die richtigen Fragen für die Ökonomie stellen und nicht mehr fragen, wie viel Mercedes werden gebaut und was wir an Überproduktion sonst noch zu haben. Ja, bin ich völlig bei Ihnen. Ich stelle mir nur gerade die Frage, ob man, es gibt ja Menschen, die ein Geldsystem global gestalten wollen. Der Kollege Hörmann gehört, glaube ich, dazu. Und wollen wir auch die Umweltprobleme global lösen und müssen wir irgendetwas regulieren und müssen wir da noch eine Regierung drüber setzen und ich weiß nicht was alles. Oder macht es vielleicht Sinn, im kleinen Bienenstamm sozusagen mäßig eine Lösung vorzuleben, an die sich andere andocken oder anschließen können? Wie ist da der bessere Weg aus Ihrer Sicht?
Das ist eine unheimlich schwere Frage, aber die ist sehr, sehr weise und sehr, und da arbeite ich auch dran. Die Frage ist, dass solange die Menschen tatsächlich nicht selbst denken, sondern gedacht werden, das ist das Hauptproblem, was wir haben durch unsere veröffentlichten Meinungen, die wir haben, und da hängen die Medien wieder dran, und da fängt das ja eigentlich an. Solange das der Fall ist, wird das zentralistische System offensichtlich mächtiger sein als die regionalen Systeme. Wenn wir allerdings es schaffen, in kleinen regionalen Bereichen tatsächlich eine freie Medienlandschaft zu bekommen, wo die Menschen frei denken können, dann könnte das natürlich einen Trend geben, der alle anderen ansteckt. Wenn wir eine Versorgungsökonomie tatsächlich wieder als sinnvoll erachten, dann wird sich von alleine auch daraus ergeben die Nachhaltigkeit. Ich glaube, dass wir diese ganzen Dinge verdrängen, was die Umweltverschmutzung und so weiter anbelangt, liegt eigentlich an der permanenten Verelendungsangst, die aus dem weltweiten Geldsystem heraus resultiert. Wir haben eine weltweite Währung, die heißt US-Dollar. In Europa heißt der Euro, in Indien heißt der Dollar Rupees und in China Renminbi oder Yuan. Also ich sage nur einfach, ich glaube, eine weltweite Währung halte ich grundsätzlich für nicht richtig. Wobei der Kollege Hörmann, mit dem ich mich ja sehr, sehr gut verstehe, den kenne ich ja ganz gut, auch wenn ich sein System nicht wirklich nachvollziehen kann, ich finde es unheimlich wichtig, in welcher Richtung wir unterwegs sind und dass er auf mich einen unglaublich fähigen Eindruck macht. Der arbeitet ja auch nicht nach dem Prinzip eines Geldsystems, sondern da geht es ja tatsächlich um ein chinesisches Prinzip, wo man sich gegenseitig Verbindlichkeiten einträgt. Ich finde übrigens wichtig, dass wir von dem Begriff Schuld wegkommen. Wir reden ja auch von Gläubiger und Schuldner. Ich bin gerade mit einem sehr netten Mann in Kontakt aus Frankfurt, der hat mich angeschrieben, der hat das Wort Schuldner ersetzt durch Pflichtner. Das finde ich nämlich toll, weil Schuld ist eigentlich die dritte Stufe eines Verbrechens, einer juristischen Missetat. Das heißt also, dieser Begriff Schuldner, der ist außerordentlich kritisch zu bewerten. Und ich finde, wir sollten lieber von Gläubiger und Pflichtner sprechen, aus der Pflicht heraus. Und da kann man dann auch vielleicht eher mal aussteigen, denn von Schuld kann überhaupt keine Rede sein, gerade im Rahmen dieses Systems. Also weltweite Währung, nein, regionale Währung auf jeden Fall, wie auch immer die gestaltet ist. Ich finde übrigens, das sollte jede Region auch für sich entscheiden. Aber ich glaube, dass eine Währung immer ein Maßanzug sein muss, die für die Region passt, in der man gerade ist. Ich kann nicht einen Anzug machen, der für dicke, dünne, große und kleine gleichzeitig passen soll. Das geht nicht, daraus entstehen Verwerfungen. Was wir ja gerade eindrucksvoll in der EU sehen. Ganz eindrucksvoll. Das ist ja im Prinzip eine inszenierte Aggression mit Ansage gewesen. Also Aggression im negativen Sinn. Aggressionen können ja auch positiv sein. Aggressionen sind ja auch das Feuer in uns, die uns antreiben. Auch so ein Begriff ist ganz spannend. Aber wir sehen es hier in dieser Form sehr negativ. Entschuldigung, ich rede, glaube ich, viel zu lang immer in den Abschnitten. Ja, mich hätte noch interessiert, ob Sie der Meinung sind, dass uns noch genug Zeit bleibt, was ich auch als sehr bedenklich sehe, weil ich die Entwicklungen, die wir in den letzten Jahren sehen, für sehr bedenklich halte. Dazu noch der technologische Fortschritt, Stichwort Drohnen und solche Geschichten, ob da nicht tendenziell überhaupt jetzt noch genug Zeit bleibt, um groß was zu machen. Das ist eine sehr weise Frage. Und ja, das ist tatsächlich problematisch. Und ich bin mir selbst nicht ganz sicher, was da passieren wird und ob es reicht. Nun weiß ich allerdings auch nicht schon, wie oft es tatsächlich schon Entwicklungen gegeben hat von intelligenten Wesen, so wie diese Menschheit, die sich auch jedes Mal selbst aufgeraucht haben. Das weiß ja keiner von uns wirklich genau. Zumal durch die Plattentektonik der Erde letztendlich die Erdoberschicht natürlich sich immer wieder verändert und man irgendwann von Zivilisationen nichts mehr wiederfindet. Aber ich sage, ich habe früher immer gesagt in meinen Vorträgen, das war ein bisschen arrogant, die Hoffnung ist die sentimentale Schwester der Dummheit. So habe ich es mal genannt. Die Hoffnung ist die sentimentale Schwester der Dummheit. Was natürlich, heute sage ich das nicht mehr, weil ich damals so ein bisschen verbittert war offensichtlich. Nach dem Motto, mit Hoffnung geht das offensichtlich nicht, sondern wir müssen jetzt was tun und so fort. Auch das war immer meine Denke, ist sie eigentlich auch innerlich immer noch. Ich habe festgestellt, das ist so ein Don Quixote gegen Windmühlen laufen. Und mittlerweile arbeite ich wieder mit dem Prinzip Hoffnung. Ich kenne den Herrn Dürr, Hans-Peter Dürr zum Beispiel, das ist natürlich auch ein wunderbarer Mann, der tatsächlich auch diese Dinge mit einer hohen Weisheit
letztendlich immer wieder artikuliert. Und ich bin selbst ein Mann, der ja nun auch mit über 50 natürlich dann ruhiger wird und dann auch besonnener wird und auch diese Testosteronansprüche, die man als junger Mensch hat, natürlich in der Form nicht mehr hat. Das ist immer so ein Problem. Wir können es nur hoffen. Ich sehe nur momentan keinen großen Weg, außer dass wir es anfassen, so wie Sie es in Ihrem Projekt machen. Das finde ich wundervoll, um damit ein Zeichen zu setzen. Denn dadurch könnten immer mehr Menschen auf die Idee kommen und sagen, okay, es gibt auch Modelle ohne Verelendungsangst, ohne diesen ganzen Wahnsinn, und ich möchte auch gern mitmachen. Und wenn man dann ein Zeichen setzt, dann könnte sogar tatsächlich in einer sehr kurzen Zeit, wenigen Jahren, eine Revolution im positiven Sinne, also quasi eine Veränderung hin zum Recht, relativ zügig entstehen. Und ich wünsche es mir von ganzem Herzen. Ja, Herr Popp, also meine Fragen sind zur höchsten Zufriedenheit beantwortet und im Grunde genommen würde ich mich dann schon bei Ihnen jetzt bedanken und die anderen zwei vielleicht noch was? Nein, es fand ich sehr amüsant. Vielen Dank. Ja, ich fand es auch sehr informativ, sehr amüsant und bedanke mich auch sehr für das Gespräch. Ja, das ist doch wunderbar. Dann danke ich Ihnen auch, es war mir eine Freude. Vielen Dank für Ihre Zeit. Prima, danke Ihnen. Tschüss. Tschüss.